Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute verdienen wir Geld auf Reisen. Sehr geil, mein Lieblingsthema eigentlich. Eigentlich mein Steckenpferd, digitaler Nomade. Ortsunabhängig arbeiten, um die Welt reisen. Und deshalb bin ich besonders gespannt. 733 Leute haben das Video angeguckt. Es ist 3 Tage alt. 27 Kommentare, sehr cool. Attacke. Also Leute, herzlich willkommen. Was ich jetzt mit euch machen möchte, ist Folgendes. Und zwar will ich mit euch auf das Leben als digital... Okay, nettes Mädchen. ...aller Nomade eingehen. Ist das deine Freundin? Nein. Das heißt, ich will mit euch darüber sprechen, wie das Ganze funktioniert, zu reisen und zu arbeiten. Und ich habe mir 5 Oberpunkte aufgeschrieben, die wichtig sind. Lass mich da kurz darauf eingehen. Das ist als erstes, welche Schritte an sich sind notwendig? Geld verdienen unterwegs, keinen festen Job haben, Zelte abbrechen. Aber wir werden einfach mal schauen. Ja. Als zweites, die Finanzierung. Das heißt, so ein bisschen will ich übers Geld verdienen mit euch eingehen und wie ihr das Ganze, wie ihr diesen ganzen Lebensstil finanzieren könnt. Dann will ich mit euch auf empfohlene Orte eingehen, dass wir so ein bisschen darüber sprechen, wenn ihr euch entscheidet auszuwandern, wo ist vielleicht ein guter Start für den Anfang, wo lebt es sich schön und im nächsten Punkt, wie teuer ist das Ganze? Das heißt einfach, dass ihr es mal vergleichen könnt, damit ihr, wenn ihr seht, Leute wohnen in Villen mit Pool oder ähnlichem, wie teuer... Yeah. Okay, also es wird auch ein bisschen, also es wird sehr, sehr spannend. Hey, kennst du eigentlich mein Jetset Affiliate System? Zeige ich dir mal ganz kurz. Mein Jetset Affiliate System, hier bin ich in Malibu. Das ist ein Videokurs mit über 120 Videos, die immer aktuell gehalten werden, immer auf dem neuesten Stand. Und dort zeige ich dir, wie du Geld verdienen kannst mit Affiliate Marketing. Du bekommst Tipps zum Impressum in Amerika und. Alles das bekommst du von mir, wie ich es geschafft habe, auch jetzt 5 Jahre als digitaler Nomade unterwegs zu sein. Ja, okay, Attacke. Teuer ist das eigentlich? Und zum Schluss will ich so ein bisschen auf Vorteile, Nachteile und Allgemeines eingehen. Wenn ich spreche davon und sage, ich starte in Punkt 1 damit, welche Schritte sind notwendig, dann werdet ihr sehen, dass ich das ganze Video nicht alleine halte und das ist aus folgendem Grund. Die meisten würden sagen, ich bin vielleicht in die Richtung verantwortungslos. Ne? Also für mich sind Sachen immer unheimlich einfach und ich mache die meisten Dinge einfach, ich kündige meinen Job einfach. Um ehrlich zu sein, ist es ja auch oft so, ne? Also du, wenn du es nicht wagst und nicht machst, wenn du 10 Jahre lang überlegen musst, hey, arbeite ich als digitaler Nomad oder so, ist dein Leben irgendwann mal vorbei. Ja, natürlich solltest du vorher schon die Kenntnisse haben, wie du Geld verdienst, ne? Und schon eine Perspektive haben, wo will ich überhaupt hinreisen? Ist das überhaupt etwas für mich, auf Reisen zu arbeiten? Kann ich mich motivieren, wenn der Strand 5 Minuten zu Fuß weg ist, nochmal 3 Stunden zu arbeiten? Das sind diese Faktoren. Aber, okay. Habe mich relativ schnell entschlossen auszuwandern. Das hat nicht lange gedauert, sondern ich habe Geld verdient und ich habe gedacht, okay, jetzt muss ich faktisch eigentlich nicht mehr hier in Deutschland wohnen. Warum? Weil ich verdiene selbstständig mein Geld und ich könnte theoretisch reisen. Und ich habe Melina das damals gesagt. Ich habe gesagt, okay, ich kann auswandern und ich wandere aus. Und sie war gerade im Studium damals, glaube ich, und hat gesagt, hey, können wir nicht noch ein bisschen warten? Ah, doch, seine Freundin, okay, nett. Das ist Paar dann. Studium nicht zu Ende machen. Aber das ist so der Grund, wie ich das Ganze sehe. Das für mich ist es immer relativ einfach auszuwandern. Aber wenn man darüber spricht, gibt es, weil Melina kümmert sich um wirklich alles Organisatorische, was das angeht. Du hast auch die Abmeldung und alles gemacht bei uns damals, oder? Ich habe mich ja nicht abgemeldet. Du hast dich ja, also ich bin ja noch gemeldet. Ah, okay, du bist in Deutschland gemeldet. Und um deine Abmeldung, das war, glaube ich, so ziemlich das Einzige, worum du dich selber gekümmert hast. Okay, sehr interessant. Okay, wie lange sind die denn schon unterwegs? Warum ist man dann noch in Deutschland gemeldet? Okay, also mal gucken, das Video geht ja noch ein paar Minuten, es wird spannend. Da seht ihr, also das war das Einzige, um das ich mich gekümmert habe. Aber deswegen, welche Schritte sind notwendig? Eigentlich muss ich mich nur abmelden in Deutschland, richtig? Und darum kümmern, dass ich irgendwo anders Geld verdiene, richtig? Ja, und halt das Organisatorische alles, ne? Das hast du halt nicht gemacht. Okay. Also, die Wohnung auflösen. Okay. Alles.
loswerden, Flüge buchen. Aber faktisch ist es eigentlich so wie ein Umzug, ne? Weil das, was ich auch immer sage, ich denke, viele Leute machen sich verrückt mit sowas. Und eigentlich ist es so, ob ich mir... Naja, es gibt halt viele Leute, die hängen an ihre Sachen. Es gibt diese IKEA-Sammler oder so, sage ich mal, die dann bei IKEA sind und geben 100 Euro für Krimskrams aus oder so und lieben es, so eine Wohnung dekoriert zu haben und diesen Nestgedanken, glaube ich. Und die haben es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, alles loszulassen, ihr Leben in einen Koffer zu packen und rumzureisen, weil man muss ja auch gucken, bist du wirklich digitaler Nomade, das heißt, du bist alle paar Monate an einem anderen Ort oder du wanderst einfach fest aus nach Thailand oder sonstige Sachen. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Das ist ja dann einfach nur Auswandern. Das hat ja nichts mit digitaler Nomade zu tun, wenn du die nächsten 10 Jahre sowieso in Thailand nur bist und hast eine Homebase oder so. Ja. Jetzt, ob ich mich entscheide von, weiß ich nicht, Wohnung A in Straße B zu ziehen, ist es eigentlich das Gleiche, ob ich jetzt von einer Wohnung in die andere oder in ein anderes Land ziehe, weil dann das Nächste, was quasi ist, ist, dass ihr eigentlich keine Verpflichtung mehr habt, sobald ihr euch abgemeldet habt. Richtig? Ja, wenn man halt schon einen Weg hat, wie man dann dort sein Geld verdient. Ne? Exakt, und das ist Punkt 2, auch auf den ich eingehen möchte. Und ich will kurz dazu meine Meinung sagen, weil das ist so die einzige Angst. Ich habe das auch das, also ich will das ganz kurz sagen, ich weiß, dass es ein Bedürfnis zu diesem Thema gibt, weil jeder meiner Mitarbeiter. Ich muss sagen, der Background, den finde ich besonders geil, so dschungelmäßig geil auf jeden Fall. Ja. Also Nils, Dennis, Sabrina, David sowieso, mein Bruder zieht jetzt hierher. Alle haben gesagt, pass auf, wir wollen unbedingt auswandern. Und um das kurz zu sagen, als ich ausgewandert bin damals, hatte ich meinen YouTube-Kanal. Also ich habe meine Haupteinnahmen damals über YouTube, über Ultimate Boxing gemacht. Und mein YouTube-Kanal war, als ich direkt ausgewandert bin, wir sind ins zweite Land, glaube ich, wir waren erst in der Türkei im Urlaub 2 Wochen und sind dann im Anschluss direkt nach Chiang Mai geflogen. Wir gehen auf die Orte noch ein, aber... Okay, sehr cool. Aber wieder, es kommt echt darauf an, was du für ein Typ bist, Mensch, und wie auch deine Zukunftsplanung aussieht. Natürlich ist es mit Kindern etwas anderes. Natürlich, wenn du auch in den nächsten 2 Jahren Kinder haben willst, ist natürlich auch etwas anderes, alle paar Monate rumzureisen oder so, ne? Alleine wegen ärztlicher Versorgung und so. Und wenn du jung bist, ist es nochmal etwas anderes, weil du halt einen anderen Lebensstil hast oder so. Zum Beispiel, die erste Zeit war ich auch mal ein paar Nächte in einem Motel oder so. Aber mittlerweile, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, so ein Billighotel mit Gemeinschaftstoilette oder so, habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Mein Lebensstandard ist auch ein bisschen höher geworden. Also muss ich auch mehr Geld verdienen, um zu reisen, weil die billigsten Dinger will ich nicht mehr rein. Ich will schon ein paar schöne haben, ich will schon ein schönes Bett haben und so. Ja, also das ändert sich ja auch dann halt auf Reisen. Aber du musst auf jeden Fall gucken, dass du konstant Geld verdienst und auch das 2-, 3-, 4-fache, was du zum Leben brauchst, damit du Rücklagen bilden kannst, damit du immer wieder rumreisen kannst oder kannst dir auch Technik kaufen, die kaputt geht oder. Unerwartete Sachen halt. An diesem Ort war es so, ich dachte, okay, Hammer, ich verdiene als YouTuber mein Geld, ich kann über das Boxen reden, ich verdiene Geld, das ist der Hammer. Und dann wurde mein kompletter Kanal demonetarisiert. Das bedeutet... Warum? Das ist ja heftig. Für euch, ich hatte 0 Einnahmequellen mehr. Jeden Monat sind meine Einnahmen runtergegangen und ich dachte, okay, das ist kacke. Basierend darauf habe ich mir komplett alles neu aufgebaut. Ich habe dann meine erste Kampagne aufgebaut. Und der Grund, warum ich das jetzt so anspreche, ist, weil ich finde, es passt am besten oder wir können uns das Ganze am besten vorstellen, wenn wir das mit... Zuerst dachte ich halt, das ist nicht seine Frau. Und dann dachte ich, hey, er hat irgendwie, das Mädel ist auf Reisen, ist eine Kundin oder so. Aber es ist natürlich noch cooler, ne? Mit einem Partner zu reisen oder beziehungsweise an einem Ort zu sein, auszuwandern. Geschichten von anderen verknüpfen. Die Person, die mich damals zum Auswandern inspiriert hat, war Putnam Sports. Die haben wir ja in Serbien getroffen. Ihr könnt den Kanal euch hier angucken. Das ist Hammer. Der hat auch noch Putnam Family, wo ich die Videos habe ich damals alle durchgeguckt. Wie kann man auswandern? Und Marek erzählte mir, ich habe damals das Ziel mir gesetzt, ich würde gerne online mein Geld verdienen. Nein, anders. Er hat das Ziel, er hat einen ziemlich harten Schicksalsschlag. Hat aber keine Ahnung, wie man online das Geld verdient, ist ausgewandert. Oh nein, das ist natürlich extrem schlecht, wenn du aus, also, ne, wenn du aus, also,
Schicksalsschlag, oh, schwieriges Wort. Aber wenn du dann halt auswanderst und hast noch keine Idee, wie du Geld verdienst, wenn du natürlich schon sagst, hey, ich habe 2000 Euro sicher und habe noch meinen Job und dann kündige ich meinen Job und die Zeit kann ich noch investieren, also kann ich das Business noch weiter hochskalieren und dann reist du in ein Land, wo die Lebensunterhaltskosten nicht so hoch sind. Ja. Aber das, ja, ohne etwas zu wissen. Deshalb zum Beispiel mein Jetset Affiliate System, dort bringe ich das bei. Und hat gesagt, okay, irgendwie finde ich mich schon durch. Und hat dann das aufgebaut, hat seinen YouTube-Kanal aufgebaut, hat dann Online-Kurse verkauft, hat dann die mit größte Selbstverteidigungsfirma im Bereich Holz-Gadgets aufgebaut, Putnam Sports, und hat sich das unheimlich erfolgreich aufgebaut. Und nichts lief so, wie er sich das vorgestellt hat. Nein, es wird nie so, also, wenn ich, wo ich Flaschen gesammelt habe in Berlin, mein Ziel war 1200 Euro im Monat, 1200 Euro im WG-Zimmer, relativ entspanntes Leben. Und dann, irgendwann, nach 2 Jahren, 2,5 Jahren, habe ich so viel am Tag verdient, wie ich im Monat verdienen wollte. Also, unglaublich. Das ist es. Es kommt nie so, wie du es haben willst, aber mein Ziel war einfach nur 1200 Euro zu verdienen. 40 Euro am Tag, das ist ein 40 Euro am Tag mal 30.200 Euro. Und basierend darauf, Lisa und Olli, mit denen wir gesprochen haben, na, also wir haben unheimlich viele Leute kennengelernt, die dann... Um ehrlich zu sein, der wird mir immer sympathischer. ...die in einer ähnlichen Situation sind wie wir. Was Lisa und Olli gemacht haben, auch er selber ist, glaube ich, Elektriker gewesen, richtig, oder Handwerker? Ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas und ist ausgewandert und hat gesagt, hat dann als Koch gearbeitet zuerst irgendwo anders, hat dann einen Motorradverleih, glaube ich, gehabt, hat dann sein Online-Business aufgebaut, hat dann so eine Art Airbnb gemacht und wurde von Corona hart getroffen, hat dann... Okay, die Leute, die natürlich auf Airbnb, mit Airbnb um die Welt oder so gesetzt haben und haben kein zweites Standbein... Airbnb immer noch cool. Werde ich auch überlegen, ob ich das in Zukunft mache. An ein paar bestimmten Orten. Gerade wenn dann halt jetzt der Markt zusammenbricht und dann viele Leute es dann später nicht mehr machen oder es gibt jetzt gute Wohnungen. Weil es gab ja zur Zeit gar keine guten Wohnungen mehr. Oder ne? Ja, also. Und dann habe ich gleichzeitig über mein Netzwerk natürlich auch Leute, die da halt, das ist wahrscheinlich buchen würden. Ja, also sehr, sehr cool. Airbnb eigentlich, aber... Ja, durch die Krise. Sein E-Commerce-Business jetzt gerade aufgebaut und hat erzählt, das läuft blendend. Also ich hoffe, ihr merkt das. Die meisten Leute, am Anfang ist das so eine unheimlich neblige Sache. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was uns bevorsteht. Aber wenn man das wirklich möchte, und das ist der Grund, warum ich auch sage, welche Schritte sind notwendig, fast keine, warum ich mich immer irgendwie ins Abenteuer stürze, weil ich glaube, man findet relativ schnell einen Weg. Gehen wir aber jetzt kurz vom einfachsten Weg aus. Ich will das nur noch kurz sagen, als letzten Weg zum Geld verdienen. Wenn ihr jetzt sagt, zum Beispiel, ihr wollt mit Online-Kursen, mit irgendwas euer Geld verdienen, ist es relativ einfach, wenn ihr im Ausland seid. Digistore, angenommen, ihr verkauft das über Digistore, braucht ihr nichts anzugeben, sondern ich glaube, ich musste eine Handynummer angeben. Und ihr sagt, ihr wohnt außerhalb von Europa und ihr fallt automatisch aus jeder Steuerpflicht raus. Das heißt, Digistore fragt nicht mehr, ihr braucht nicht mal mehr eine Steuernummer angeben, sondern Digistore zahlt euch einfach so aus. Das heißt, das ist wirklich das geringste Problem, wenn ihr sagt, euch fehlt irgendwas. Also ich würde mich damit nicht verrückt machen, Firmenstrukturen, oh nein, ich muss mich damit vorher beschäftigen. Ihr könnt euch am Anfang komplett einfach so über eure Privatkonten auszahlen lassen, später nicht mehr. Aber wenn ihr mehr dazu wissen wollt, kann ich das mal in einem Video behandeln. Dann gehen wir jetzt aber an einen wichtigeren Punkt, empfohlene Orte. Hast du da nicht einen Punkt übersprungen? Nee, okay, das hast du gesagt. Ja, Geld verdienen. Genau, empfohlene Orte. Welche Orte würdest du empfehlen und warum? Ja, Bali ist sehr schön. Also du meinst jetzt so eigentlich so typische digitale Nomadenorte, wo man gut und günstig wohnen kann. Also ganz kurz meine. Lissabon finde ich sehr, sehr interessant. Es ist sehr, sehr günstig. Essen ist toll. Viele digitale Nomaden sind in Barcelona, da finde ich, die Wohnungen sind da ein bisschen teurer. Essen ist auch ganz entspannt, toller Strand. Aber ja, es gibt sehr viele Leute, die reisen. Und dann, es gibt ja diese digitalen Nomaden, die durch Asien reisen, die durch Europa reisen, die dann auch teilweise durch Nord- und Südamerika reisen oder die halt überall hinreisen.
die wirklich dann halt die großen Flüge machen hin und her und so. Aber ein Großteil der digitalen Nomaden sind ja wirklich in Asien unterwegs, da hinten. Und da ist es dann natürlich noch mal ein bisschen entspannter von den Preisen her. Also wie gesagt, das ist ja jedem selbst überlassen. Ne? Ich bin jedes Jahr gerne 2 Wochen in Venedig, 2 Wochen in Barcelona, 2 Wochen in Portugal, beziehungsweise vielleicht auch mal einen Monat. In Amerika fahre ich gerne mal hin und so weiter. Und dann ab und zu mal so ja, 3-mal im Jahr für ein paar Tage für Events nach Deutschland. Ja, das ist so das Optimale, finde ich. Und dann wird zwischenzeitlich halt Südfrankreich oder so. Ist auch immer ganz toll. Gerade die Sommermonate. Und dann vielleicht nochmal 3 Tage nach Deutschland auf dem Weihnachtsmarkt oder so. Ja, das war's. So ist das bei mir ungefähr. Aber ich bin mal gespannt, was die jetzt sagen. Ja, genau. Also ich würde sagen, wenn ihr mich jetzt fragt, wenn ich irgendwo wohnen wollen würde, wäre wichtig, unkompliziert vielleicht wohnen können. Mhm. Als zweites, eventuell günstig. Als drittes, eventuell gutes Wetter und schöne Ortschaften, sowas wie Meer etc. würde mich anreizen. Mhm. Fällt dir noch was ein, was wichtig wäre? Dass man einreisen darf immer. Also, dass das gute Visa... Ja, gute Visa-Bedingungen, stimmt. Mhm. Okay. Sicherheit ist für viele vielleicht... Was ist los? Shit! Vielleicht auch noch. Also, dass es einigermaßen sicher ist. Ja. Okay. Okay, welche Orte würdest du dafür empfehlen und was würdest du Anfängern empfehlen? Wir sind, um das kurz zu sagen, wir sind ausgewandert, sind relativ lange in Thailand geblieben. In den ersten Ort sind wir gefahren, als ich gegoogelt habe, Orte für digitale Nomaden, ist Chiang Mai fast überall Platz 1. Abwechselnd mit Bali. Ja. Also ich glaube, das sind auch gerade für den Anfang so die besten Orte, weil man sehr viel soziale Netzwerke direkt hat, weil eben sehr, sehr viele digitale Nomaden sind. Also als zweites waren wir zum Beispiel in Phuket in Thailand und da fand ich es persönlich schwieriger, weil man jetzt nicht wirklich, also es waren vor allem Touristen dort, die halt vielleicht 2-3 Wochen dann dort waren und es war jetzt schwierig, wenn man längerfristig dort war, auch Leute zu finden, die das Gleiche gemacht haben. Ja, musst du immer überall Leute finden. Ja, es gibt ja auch ein paar digitale Nomaden, in Anführungszeichen, nach Dubai oder so auswandern, zum Netzwerken auch. Aber ich bin ja auch mal ganz gerne alleine. Ja, man trifft auch so Leute, aber ja, baut man dann jedes Mal Freundschaften auf oder so. Also in Amerika lernst du auch so recht schnell Leute kennen und so. Jeder hat so einen anderen Typ, ne? Der eine möchte es, der andere nicht, ja. Ja, vollkommen richtig. Man muss dazu sagen, ich bin sowieso nicht so der Typ, der gerne viele Leute trifft, sondern ich kann auch so die ganze Zeit alleine arbeiten. Ja, genau. Eigentlich ist es bei mir auch so. Aber dann ab und zu mal was mit jemandem zu unternehmen in einer Stadt, finde ich dann wieder sehr, sehr toll. Das kann sehr viel Spaß machen. Aber ob man die jetzt dann länger kennenlernen muss, also ich habe auch öfters mal Leute kennengelernt in L.A. oder in Prag oder so, wo sich keine Freundschaft entwickelt hat, aber man hat ein paar Tage echt Spaß gehabt und hat Sachen unternommen. Ja. Aber wir haben hier jetzt schon in Anführungszeichen, du hast auch ein super großes Netzwerk, ne? Ja, ja, hier ist es, ich lerne ja tendenziell nicht so schnell Leute kennen, aber ich lerne selbst hier Leute kennen. So. Ja, und wir haben also wirklich wahnsinnig interessante Leute kennengelernt, die selber selbstständig arbeiten, die Hammerprojekte hatten, die unheimlich erfolgreich sind zum Teil. Aber du hast hier eine unheimlich gute Anwendung. Deshalb, gerade für den Anfang würde ich wirklich so Hochbogen empfehlen. Chiang Mai oder Bali. Ich würde dir als Anfang empfehlen, wenn du noch nicht weißt, ob das etwas für dich ist, deinen ganzen Urlaub zusammenzusparen und dann vorher zu lernen, was kann ich denn machen? Und dann mit dieser Business-Idee, beziehungsweise vorher schon zu Hause, abends 1-2 Stündchen dran arbeiten, dann deinen ganzen Jahresurlaub nehmen, an diesen Traumort hinzufahren und dort versuchen zu arbeiten. Also, wenn du ja Glück hast und hast vielleicht noch ein paar Überstunden und so, vielleicht schaffst du ja mal 1 Monat, 6 Wochen am Stück Urlaub zu nehmen. Ich weiß, der Chef wird höchstwahrscheinlich sagen, oh, aber versuch es einfach mal. Mit der Geschäftsidee, mit deiner Technik fährst du dann nach Bali hin. In Bali versuchst du die nächsten 6 Monate, die 6 Wochen dann durchzuarbeiten
Natürlich auch immer mal wieder einen halben Tag Strand oder so oder ein paar Stunden Strand. Du musst ja keine 10 Stunden arbeiten. Aber konstant 6 Wochen mal durcharbeiten und dann gucken, wie das Ergebnis ist. Was hast du in den 6 Wochen verdient? Könntest du davon leben? Ich habe das echt viele Leute sich ablenken lassen, haben auch ein funktionierendes Business, wo die richtig viel Geld verdienen, reisen dann nach Thailand, sind dann ein paar Monate dort und das Business geht den Bach runter, weil die in Thailand sich ablenken lassen und arbeiten nicht mehr an ihr Business. Deshalb, das kannst du vorher testen. Bist du überhaupt dieser Typ? Weil, seien wir mal ehrlich, ich kenne sehr viele Leute da draußen, ich coache sehr viele Leute, auch 1:1 und so. Und es gibt immer mal wieder Leute, die können selbstständig nicht arbeiten, die brauchen Befehle. Da musst du wirklich als Chef hinterhergehen und sagen, hier, heute wird das und das gemacht, bis 12 Uhr ist das fertig. Und die können das einfach nicht selbstständig. Da muss man auch mal ehrlich sein. Und ich weiß nicht, ob die Menschen das erlernen können, aber du findest es auf jeden Fall nach 4 bis 6 Wochen raus. Du kannst das ja auch so machen, gerade wenn du nach Asien willst oder so, 2 Wochen an den Ort, 2 Wochen an den Ort, 2 Wochen an den Ort. Immer versuchen, einen Transfertag zu finden, der auch nicht ganz so lang ist. Ne? So immer so kleine Sprünge von 2 Stunden, 3 Stunden Flug oder so. Dann weißt du auch, wie das wirklich ist, wenn du rumreist. Und schaffst du schnell an den neuen Ort, Computer aufzuklappen und dort zu arbeiten. Habe ich nämlich auch manchmal, kurz sagen, habe ich ein richtig geiles Business aufgebaut die letzten 5 Jahre, aber ich habe es auch öfters mal, dass ich dann halt in Barcelona bin und sage, ach komm, das ist echt so schönes Wetter, heute gehe ich zum Strand oder heute mache ich dies oder das. Oder zum Formel 1 rennen nach Monaco und so. Oder in Barcelona zum Formel 1 rennen oder so. Aber diese Mischung, dass du trotzdem arbeitest, das solltest du herausfinden, ob das etwas für dich ist. Man nicht nach Asien möchte, dann vielleicht, was wurde uns empfohlen, irgendwie Bulgarien, irgendwas? Ja, also ich würde erstmal wirklich, ich würde mich auch wirklich auf digitale Nomadenstädten stürzen, aus folgendem Grund, ich persönlich bin Asienfreund. Es ist warm, es ist sicher, ihr habt freundliche Leute, also wirklich vergesst, sicher, das war für mich damals so eine Sache, ist es wirklich sicher? Chiang Mai, Bali, das ist wie Deutschland, besser als Deutschland gefühlt. Du hast jetzt, wir haben gerade Corona und dadurch ist es so, dass viele Angst haben vor Raubüberfällen teilweise. Das wird es in Deutschland genauso geben. Ja. Und das ist so, also... Hast du Angst in Deutschland? Raubüberfälle? Keine Ahnung, nee, eigentlich nicht. Frankreich, die Vorstädte in großen Städten in Frankreich sind auch immer gefährlich, noch gefährlicher. Also ich würde sagen, die Großstädte, die Vorstädte in Frankreich sind schon fast vergleichbar mit L.A. oder so oder auch New York, bis auf dass es in L.A. und New York echt Feuerwaffen gibt. Aber von den Überfällen her würde ich fast sagen, oder von den Schlägereien und zusammengeschlagen oder so, ja. Bis auf dass in Amerika halt noch schneller eine Waffe gezogen wird. Wie lange leben wir? Du bist nachts als Frau in einem Land irgendwo gefahren. Also es gibt nichts, wo man wirklich aufpassen müsste, oder? Nein, es ist auf jeden Fall nicht... Man fühlt sich schon ziemlich sicher, jetzt inzwischen gerade nicht mehr so. Aber das ist jetzt ja auch eine Ausnahmesituation. Das Einzige, was ich halt finde, wo man sich weniger sicher fühlt, ist, dass wenn irgendwas ist, würde ich jetzt nicht darauf vertrauen, dass dann Hilfe kommt. Weißt du, weil hier, es gibt jetzt kein funktionierendes Polizeisystem oder so, oder Krankenwagen, die kommen überhaupt nicht durch bei den Straßen. Ja, das ist ein super Punkt. Hammerpunkt. Ja, das ist ein Hammerpunkt. Aber in Russland habe ich jetzt auch gehört, die kommen gar nicht mehr nach. 5 Tage musst du auf einen Krankenwagen warten, irgendwo in der Provinz. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob das Gerüchte sind, stand in irgendeiner großen Zeitung. Da würde ich gleich auch eingehen auf Vorteile, Nachteile, über all sowas. Exakt, das ist auch so der Punkt, sehe ich komplett genauso. Genau das, aber wenn man sich jetzt, also wenn man jetzt ganz normal lebt, so solange einem nichts passiert, fühlt man sich hier so sicher wie in Deutschland mindestens, wenn nicht sicherer. Wobei Deutschland sind echt Unterschiede, ne? Also auch Berlin ist natürlich ein Unterschied zu irgendwie am Niederrhein. So ein kleines Kaff, wo ich aufgewachsen bin oder so. Am Niederrhein so ein kleines Kaff, da ist nichts los. Da kennt jeder jeden. Aber Berlin ist dann schon wieder, Prenzlauer Berg ist dann schon wieder ein bisschen besser. Aber Kreuzberg oder so, dann sobald es dunkel wird oder Cottbusser Tor oder sowas. Das sind natürlich ganz andere Orte. Aber da ist es auch sonntags um 11 Uhr ist es doch schon so. Oh.
Ich rede aus Erfahrung. Ich war in diesen ganzen Orten Flaschensammeln teilweise. Ja. Als teilweise in Deutschland. Ja, ich sehe das komplett genauso. Wirklich, es gibt hier keine Aggressivität. Also, guckt, ich persönlich, ich kam aus Hamburg. Wenn ihr in Hamburg jemanden länger als 3 Sekunden mal anguckt, habt ihr Ärger. Sowas gibt es hier gar nicht. Ne? Also, es gibt hier, alle Leute haben, das ist halt die asiatische Einstellung, dass Leute sich eher entschuldigen, wenn sie euch zu lange das angucken oder ähnliches. Ja. Ne? Also, das ist eine Hammer-Einstellung. Ihr habt überhaupt keine aggressive Mentalität. Das zum Beispiel auch ich selber, meine Mutter kommt ja aus der türkischen Gegend. Als wir in der Türkei waren, hat mich verrückt gemacht, wie aggressiv dieses Volk ist. Ständig wurde ich selber. Geil. Sind die da auch so aggressiv? Okay. Ja, ich habe das ein paar Mal gehört, also Fußballspiele und Wahlen und so, ne? Aber, keine Ahnung, ich dachte ein paar, also so, die sind da ein bisschen gelassen, also gerade am Meer oder so, keine Ahnung. Also in Frankreich sind die Leute, also, ja, die mit Immigrationshintergrund, die sind da auch aggressiv. Aber die Franzosen, die reinen Franzosen, wenn du mal jemanden triffst, der wirklich Franzose ist, ja, die sind eigentlich ganz nett. Die Spanier eigentlich auch, da kann ich das jetzt auch nicht sagen. Aggressiv, weil die mich so blöd angeguckt haben. Ja. Nee, ich finde, man merkt es auch im Verkehr. Also hier fahren die Leute ja wie die größten Idioten, aber es ist irgendwie einfach egal. Es ist ja. Während man sich in Deutschland ja irgendwie über alles aufregt. Ja, also wirklich, ne, ihr dürft das nicht. Hier ist auch so, also man regt sich nicht darüber auf. Manche fahren dann auf der falschen Seite, auf dem Bürgersteig, da mal lang. Wenn auch wir fahren ohne Führerschein faktisch, wenn ihr damit hochgenommen werdet, du bist der Polizei mal weggefahren, ne? Geil! Die von der Polizei weg. Aber angenommen, man hält euch fest, sind 7 Euro, glaube ich. Ja. Also es gibt hier nicht sowas wie, ja, das, versteht ihr, für mich sind das alles Vorteile, weil ich Regeln hasse. Und ich bin jemand, der so sein eigenes Ding machen möchte, der gerne Freiheit hat. Und das ist so einer der Hauptvorteile, dass ihr wirklich machen könnt, was ihr wollt. Jetzt redeten neulich mit jemandem, der auch digitaler Nomad ist. Und es ist ja gerade alles so ein bisschen eingeschränkt mit dem Reisen etc. Und Temperatur wurde gemessen. Und dann sagten sie, der eine hat, was war das, 31 Grad? Nee, warte mal, das ergibt keinen Sinn. War es 41 Grad? 31 Grad, okay. Dann ist der aber schon, keine Ahnung, 10 Stunden tot. Geil. Okay. Und er durfte damit eigentlich nicht mehr fliegen. Aber er sagt, gut, dann wurde ich gefragt, so, guck mal, ne, hier, das sind 38, aber wenn du 1 Million hast, sind es nur 37. Also, das sind 70 Euro. Das heißt, ihr habt wirklich relativ viele... Ach so, ich habe verstanden. Also, du gibst dir dann 1 Million, also 70 Euro, einheimische Währung, keine Ahnung. Geil. Ich feiere das irgendwie. Aber, ja... Also wer kennt das nicht, ne? Du stehst in der Sonne, ich weiß es ja nicht, und dann auf einmal heizt du dich auf. Oder ich hatte das auch. Ich bin von Paris nach Madrid geflogen und in Paris gab es eine Zollkontrolle auf der Gangway. Handgepäck wurde kontrolliert. Also du warst schon beim Einsteigen im Flugzeug, ne? Und dann standen da die Zollbeamten und haben, weil die haben ja, die Franzosen haben ja extrem Bargeld, ne? Also als Franzose darfst du nur 1000 Euro dabei haben oder so. Da, wenn du mehr als 1000 Euro Bargeld dabei hast, bist du ja sofort, du wirst weggesperrt. Als Ausländer darfst du 2000 Euro dabei haben. Aber wie gesagt, dann stand ich dann halt in diese, und die, das war so heiß, es gab keine Lüftung da drin und ich war schon, ich hätte auch höchstwahrscheinlich Kopftemperatur, hatte ich bestimmt auch 38, 39, wenn du da doof rumstehst und wenn die dann da Fieber gemessen hätten, aber haben die ja zu dem Zeitpunkt nicht, das war letztes Jahr, ja. Also wie gesagt, man heizt sich ja auch so manchmal so ein bisschen auf, gerade so die, ne, wenn du dann halt so vorm Fenster stehst und stehst dann in eine Schlange oder so. Sachen, sagen wir, die ihr eigenständig beeinflussen könnt, wenn ihr etwas wohlhabender seid. Ihr könnt euch überall rauskaufen. Und deswegen, ich sehe das immer so ein bisschen als Vorteil, es ist vielleicht für viele auch ein Nachteil. Das ist doch in Deutschland und in Amerika ist es auch so. Du kannst dich auch überall rauskaufen, aber das ist ein bisschen teurer. Ihr habt halt keine richtige Bürokratie hier, ihr habt keine richtigen Bestrafungen, ihr kommt eigentlich mit allem durch, es ist so... Aber man muss halt ein Typ dafür sein. Also wenn ihr jetzt totale Reglements, der Laden muss um 8 Uhr aufmachen, der Handwerker muss um die Zeit kommen, die Leute müssen so und so zuverlässig sein, das habt ihr nicht.
Ne? Ja. Also nirgendwo in Asien. Dass er so, wenn er jemanden ruft, hofft, dass er kommt. Wenn nicht, naja, vielleicht am nächsten Tag. Hoffentlich. Sind wir jetzt noch beim Punkt empfohlene Orte? Da bin ich eigentlich schon auf Vorteile und Nachteile übergegangen. Ja gut, weil dann, ich will vielleicht noch sagen, dass für jemand, der auch mehr so Regeln ein bisschen braucht, ist vielleicht das nicht das so der Ort. Und dann, im Internet sagt dazu Folgendes. Und dann sollte man sich vielleicht eher einen europäischen Ort, wie jetzt zum Beispiel Bulgarien oder so, suchen. Ja, Bulgarien, Zypern ist beliebt, da waren wir auch. Genau, Zypern ist auch beliebt, auch auf Firmagründen und so. Ist zurzeit, ich finde das so ein bisschen doof mit den Flugverbindungen mit Zypern und ja, dass der Verkehr auf der anderen Straßenseite ist oder so. Aber sonst ist es echt interessant, Zypern. Ich kenne da sehr, sehr viele Leute. Zypern ist ganz hübsch. Also es gibt wirklich viele Orte. Wenn ich jetzt Orte nennen würde, wo ich hingehen würde, dann wären es Bali, Thailand. Ich fand Vietnam noch schön, wobei das eine relativ große Stadt ist. Vietnam ist ein Land. Entschuldige. Ja, Vietnam ist also eine große Stadt. Wer kennt das nicht? Mexiko ist auch eine große Stadt. Wobei... Ja, ich weiß. Ja, okay, weil es ein ziemlich großes Land ist. Dann, okay, wenn ich da nicht hingehen könnte. Auch weil die immer Bali als Stadt nennen, ist auch immer lustig. Aber okay, hey. Mochte ich Orte wie Kreta, Zypern. Was lachst du so? Ich dachte, du sagst jetzt bestimmt wieder, dass du Kreta mochtest, aber Griechenland nicht. Ich mochte Kreta. Weil Kreta sehr, sehr frei ist. Griechenland mochte ich nicht. Nein, du mochtest Athen nicht. Wir waren ja, ich mochte Athen nicht. Du kannst nicht sagen, du mochtest Kreta, aber Griechenland nicht. Okay, meine Freundin sagt, ich kann das nicht sagen. Ich sage ich gut, dann werde ich das nicht sagen. Das okay, warum Athen nicht? Ich würde da auch mal, ich war noch nicht in Athen, ich war noch nicht in Griechenland. Wollte ich aber mal hin. Hatte ich mir auch schon mal bei Airbnb ein paar Wohnungen angeguckt für ein, zwei Monate. Ja. Und warum? Also bis jetzt, alle Griechen, die ich kennengelernt habe, waren echt korrekt. Das ist auf jeden Fall, und eventuell Serbien fand ich Hammer. Also Serbien ist so mit noch eines der Lieblingsorte, wo ich auch überlegt hätte hinzuziehen. Ich glaube, Serbien hat echt viele dieser kleinen Inseln und so, ne? Ja, mehr. Basierend immer auf den Sachen, zum Teil auf der Kaufkraft, auf dem Luxus, den er kriegt, auf dem, wie das Essen dort schmeckt. Deswegen auch Serbien fand ich sehr lecker, Kreta fand ich Hammer. Ja, ungefähr so. Zypern fand ich Hammer. Fand ich schick. So. Nachteile, wie gesagt, das hast du ja schon gesagt. Gesundheitsversorgung. Also, für uns jetzt war das nicht so ein Problem. In Thailand gibt es sehr, sehr gute Ärzte zum Beispiel. Aber hier habe ich schon sehr, sehr viel bezahlt. Einfach für europäische Zahnarzt war ich hier. Für europäische Standards. Also, wenn ihr das wollt, müsst ihr mehr zahlen. Das muss euch klar sein. Nichtsdestotrotz und auch, also falls euch irgendwas passiert ist, niemand lässt den Krankenwagen durch, kurzfristig gedacht der Leute wirklich, ne? Also der Krankenwagen versucht sich durchzudrängen, jeder andere versucht noch kurz vorher durchzukommen. Okay. Das Gesundheitssystem ist eindeutig nicht das Beste hier. Ja. Ja. Dann, jetzt haben wir Vorteile, Nachteile. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, in Europa ist es auch sehr unterschiedlich. Selbst in Deutschland, ob es privat versichert bist oder ja, AOK oder sonst was, ist auch ein Unterschied, Leute. Wie teuer ist das Ganze im Vergleich zu Deutschland? Abhängig davon, wie man lebt. Ja, ja. Also man kann für, weiß ich nicht, ab 1000 Euro im Monat vielleicht gut leben hier. Man kann aber auch viel mehr ausgeben. Wir zum Beispiel, wir gehen wirklich viel aus. Also ihr seht das ja, wir reisen relativ viel. Wir haben eine Villa mit 6 Schlafzimmern. Ich glaube, wir haben das gezeigt. Also ich habe nie, als oder lasst mich versuchen, das Ganze an Beispielen zu nennen. Okay, wir sind nach Chiang Mai zuerst gegangen. Und wir guckten dann, wir hatten überhaupt keine Ahnung. Das erste war auch, warum Chiang Mai, warum ich das gut finde, ist, erstmal kommt relativ schnell rein, ihr kriegt sofort ein Visa, ihr könnt einfach 30 Tage bleiben, das könnt ihr verlängern. Und dann guckte ich nach meiner ersten Wohnung. Ne, wir haben gesucht, ich hatte ein Arbeitszimmer, hatte ich so, oder eine Arbeitswohnung. Und wir hatten für dich noch eine etwas schickere. Und ich weiß nicht mehr, was deine Wohnung gekostet hat. 700 Euro, oder? Ja, ziemlich genau. 700 Euro ungefähr. Und mein Zimmer, was mir persönlich immer gereicht hätte, waren 150? 100. 100 Euro.
Das ist aber ganz schön ein Unterschied, was? Also, da seht ihr, 100 Euro für wirklich... Noch weniger sogar ein bisschen. Das waren 3000 Baht, oder? Ja, krass. Also weniger als 100 Euro. 100 Euro warm. Das heißt, für wirklich 100 Euro warm, dann... was? Ich hatte für Phuket oder so, habe ich, glaube ich, mal geguckt. Auf waren sogar Deutsche, die hatten eine Webseite, hatten auch 100 Euro, 120 Euro waren so die Zimmer. Nur Strom hätte man extra bezahlen müssen, weil ich kann mir vorstellen, das kostet doch da sowieso nichts, 7 Euro extra oder so. Aber einzelne Zimmer, ja, waren jetzt gar nicht so. Und die Fotos sahen auch ganz gut aus für 120 Euro oder 100. Das Billigste war, glaube ich, 100 oder sogar unter 100 umgerechnet. Ja, aber ich wollte gerne mit jemandem zusammen durch Thailand oder durch Asien reisen. Ja, einfach so. Bezahlt man für das Essen? Dort, diese ganzen lokalen Läden haben uns 1 Euro pro Essen gekostet, oder? Ja. Also wo wirklich, wo wir das erste Mal auch ausgetestet haben. Ich persönlich bin jemand, der sehr gerne mit relativ hohem Standard lebt. Also ich wollte auch immer nicht zu den lokalen Läden. Du bist ja komplett das Gegenteil. Ja, also wenn man halt das Essen isst, was die Einheimischen dort essen, kann man für 1 Euro eine gute Mahlzeit haben. Und ansonsten, wenn man westlicher essen will, bezahlt man vielleicht 3 Euro oder so für eine Mahlzeit. Ja. Bis Chiang Mai ist noch teurer auch teilweise, ne? Also auch die ganzen Smoothies. Also, ja, man kann auch mehr bezahlen, aber du kannst auch günstig das Essen. Ja, aber ungefähr, das gibt euch so eine Richtlinie. Also man kann wirklich, also ich würde sagen, man kann in Chiang Mai mit 300, 400 Euro, meinst du nicht? Im Monat? Ja. Nicht, wenn du noch Visum und so, Roller, alles einrechnest. Also. Okay, ich bin mal gespannt, aber hey, 300 Euro, Leute, wenn ihr ein Online-Business macht, ne, denkt doch mal groß, denkt einfach mal, vielleicht am Anfang sind 5000 Euro im Monat echt so ein bisschen, wo du denkst, oh, schaffe ich das wirklich und so, deshalb hatte ich auch dieses Ziel mit den 1200 Euro, aber auf Dauer sind 5000 Euro doch mindestens das Mindeste, was du erreichen sollst, wenn du diese Ziele nicht hast, ja. Man braucht schon mehr als 300, 400 Euro, aber sagen wir, mit 800 Euro kannst du dort leben. Okay, also 800 Euro, dann lebt man aber gut, hätte ich gesagt. Ja, ja, jetzt also ist die Definition von gut, ne? Dann lebt man halt in so einem kleinen Zimmer ohne Küche, mit einem kleinen Kühlschränkchen. Ja. Isst jeden Tag Reis. Also meine Freundin hat halt so den Bezug zu Geld verloren. Ich hätte gesagt, man kann für 300, 400 Euro gut dort leben. Nein, kannst du nicht. Immer allein für die Visumsverlängerung bezahlst du im Monat 50 Euro und musst dann aber auch noch jeden zweiten Monat theoretisch, also jetzt ist sowieso anders mit dem Visum, aber theoretisch müsstest du dann noch jeden zweiten Monat ausreisen, wofür du dann auch 100 Euro mindestens für den Hin- und Rückflug bezahlst. Dann der Roller hat uns dort 70 Euro im Monat gekostet, glaube ich. Der war nicht so günstig wie ich. Okay, das Roller ist aber teuer dann. Da kannst du ja besser einen kaufen, wenn du da 10 Monate bist oder so. Ich kaufe mir manchmal, wenn ich an einen Ort länger bin, kaufe ich mir ein Fahrrad. Ein Mountainbike kaufe ich mir mal und lasse das dann stehen oder so. Ja, oder es wurde auch schon öfters geklaut, bevor ich abgereist bin. Ja, aber vielleicht mal eine andere Geschichte irgendwann mal. Hier, dann, ja. Also aber gut leben kannst du nicht, auch wenn, keine Ahnung, die Leute wollen ja auch noch was anderes machen, als einfach nur jeden Tag eine Mahlzeit haben. Also das Ding ist, da merkt ihr, dass das Problem, ich habe halt nie mich um irgendwas Organisatorisches gekümmert. Also ich denke mal, selbst dort ein Tausender musste man mindestens ausgeben. Ja? Und wir hatten auch mit dem Zimmer die ersten 6 Monate oder so ein kleines Zimmer oder so, aber ich hatte das ja auch, irgendwann wird es da auch ein schöneres Zimmer haben und dann nicht dann halt, wo die Klimaanlage rattert und du kannst nicht schlafen und alles. Ja, irgendwann wird es auch mal ein bisschen mehr Luxus haben. Am Anfang denkst du so, wow, geil, ich hätte jetzt auch mein erstes Zimmer in Cannes, hat unter 400 Euro gekostet. Es war sehr, sehr klein, mit Toilette auf dem Flur, Küche auf dem Flur. Und dann habe ich mir das Größere geholt für, ich weiß es gar nicht, 530, 550 oder so. 20 Tage, nachdem ich angereist bin, war der Vermieter gesagt, hey, du bist korrekt, ich habe unten noch was Größeres. Und dann hatte ich eine richtige Wohnung, ne, in Cannes. Aber selbstständig, ich hätte gesagt, selbstständig den Roller und sowas. Das Problem ist halt, wie gesagt, wir leben halt sehr, sehr hochklassig schon. Unser Training kostet 300 Euro pro Monat. Wir haben Angestellte und sowas. Also, was geben wir aus ungefähr? 5000? Mehr? Ich habe überlegt vorhin, ich hätte auch gesagt 5000, wenn man jetzt nicht noch draufrechnet, dass wir für die eine
für das eine Haus schon im Voraus bezahlt haben. Ja, wir bezahlen im Moment, wir haben zwei Villen hier, weil wir dann eine größere noch gezogen sind und ich aber das eine für ein Jahr gemietet habe. Aber ungefähr, also wir leben schon sehr, sehr gut mit 5.000, manchmal zahlen wir noch ein bisschen mehr pro Monat. Ja, aber man kann auch in Bali kann man sehr günstig leben. Also Freunde von mir haben auch irgendwie, also teilen sich dann eine Villa, bezahlen dann für ihr Zimmer vielleicht 300 Euro, aber auch mit Pool, Cleaning Service und einen Roller kannst du hier für 30 Euro im Monat mieten. Eine Tankfüllung kostet halt 2 Euro. Ja. Ja, Essen kannst du auch für 1 Euro pro Mahlzeit. Ja, also hier kann man eigentlich fast noch günstiger leben. Wo kann man denn hier für 1 Euro essen? Ja, wenn du Local Food isst. Ja, okay, wir essen halt nie Local. Dann isst man halt für 3-4 Euro pro Mahlzeit, wenn man was Westliches. Ich mag die beiden, das ist ein cooles Pärchen. Das essen wir. Ja. Ja. Also deswegen, und wir haben wirklich schon einen relativ hohen Standard. Was würdest du sagen, wenn man wirklich luxuriös leben möchte? Was braucht man dann? Er hat gerade gesagt, 5.000 Euro, ne? Für 5.000 Euro kannst du auch in L.A., in Santa Monica, gestern einen Livestream, schau dir das dir rückwirkend an, die Aufzeichnung vom Livestream, jeden Samstag 19 Uhr Livestream in Los Angeles leben. Und der war dafür, das Billigste hat er ausgerechnet, 2.000 Dollar. Er hat, glaube ich, auch für 2.000 Dollar irgendwie gelebt und keine Ahnung, schau dir das einfach mal an. Es ist ein toller Livestream gestern gewesen. 1.000 Euro, 4.000 Euro? Ja, dann kann man schon sehr luxuriös hier leben. Also momentan kriegt man ja eine Villa mit eigenem Pool für 500 Euro im Monat. Ah, ist echt? Ja, ja. Krass. Also das, nicht dann sowas wie unsere jetzt, aber... Okay, aber mit kleinem Pool sowas wie die erste Villa? Ja, genau. Okay. Aber das ist ja schon... Also, es ist ja... Ja, das ist schon gut. Mehr, also als das man jetzt in Deutschland hat. Ja, also das, wenn ich jetzt sage, wenn wir hier über eine kleine Villa reden, das sind schon echt Hammerorte. Ihr habt halt erstmal, es ist immer schönes Wetter hier, wirklich immer. Dann habt ihr wirklich richtig schick, ihr habt von Pools etc., ihr habt eine unheimlich angenehme Gegend, das ist halt ein anderes Wetter. Also ihr seht das hier vielleicht, wir haben hier relativ offen, das sind gerade auf einer Dachterrasse, aber man kann richtig, richtig schön hier leben, auch so. Ich würde sagen, ab 1.000 Euro kriegt man schöne Sachen. Ja, ne? Also wenn man für 1.000 Euro im Monat all-inclusive lebt, meinst du, oder? Ja, und das auch nur jetzt gerade vielleicht in der Situation. Ja. Aber ich denke exakt, das heißt, wenn man sich dazu entscheidet, kann man ziemlich gut das machen und auswandern. Phuket, was haben wir in Phuket bezahlt für diese Villa? Haben wir ungefähr 1.600 im Monat bezahlt, glaube ich. 1.600, okay. Auch eine schicke Wohnung, nicht so wie hier. Aber trotzdem, also ich würde sagen, wir haben immer um die 5.000 Euro pro Monat ausgegeben, mal auch ein bisschen mehr. Jetzt hört ihr das, wir haben jetzt hier zwei Villen, das heißt, stimmt, wir geben mehr aus. Wir sind jetzt so vermutlich bei 6.000, 7.000, aber nichtsdestotrotz, ihr könnt halt hammergut leben. Also das ist wirklich nicht vergleichbar mit Deutschland. Ist auch nicht so, dass man, das ist das, was ich immer dachte. Ich dachte immer, wenn ich 1.000 Euro habe, dann kann ich so mein Leben lang hier leben, aber irgendwann gehen auch eure Standards nach oben. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe das ja auch jetzt, ne? Also auch beim Hotel, wenn ich in Deutschland bin, habe ich schon öfters mal das Hilton Hotel oder sowas. Einfach weil das Bett breiter ist und so und nicht mehr diese 35, 38 Euro Hotelzimmer. Ja, bin ich auch schon mal, aber dann wirklich nur für eine Nacht oder so und weil es dann halt die Lage ist, war dann entscheidend oder so. Aber generell schaue ich schon ein bequemes Bett und ein schönes Badezimmer und so. Das gerade auch, wenn ich dann eine Woche da bin. Ja, so ist das halt, ne? So ist das halt mit den Zielen. Aber ich hoffe, das hat euch so einen Einblick gegeben, einfach in die Kostenstrukturen, dass man das so ein bisschen... So, das war ein sehr, sehr interessantes Video. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Leider ist es so ein bisschen, und Geld verdienen, das kam ein bisschen, aber tolle Einblicke. Tolle Einblicke waren das. Mein Name ist Michael Kotzer, ich bin Rucksackunternehmer und ich bin raus. Ciao.